Vielen herzlichen Dank für diese sehr nette Einleitung und auch vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Das ist ja ein sehr, sehr schöner Rahmen für dieses wichtige Thema, nämlich die vedische Sicht. Das ist so mein spiritueller Hintergrund. Ich bin selber Physiker. Das ist die eine Seite so von meiner Persönlichkeit als Naturwissenschaftler und auf der anderen Seite eben der spirituelle Aspekt, so die Suche nach Selbsterkenntnis, nach Gotteserkenntnis, die hat mich dann doch nach Indien geführt, nach einer langen Suche und dort mich wirklich begeistert, in dieses Wissen dieser alten vedischen Kultur einzutauchen. Das habe ich dann auch sehr intensiv getan, habe viele Jahre als Mönch gelebt, ich glaube 12 Jahre in verschiedenen Klöstern, Ashrams und dann so ein bisschen gependelt zwischen Deutschland und Indien, weil dort wird es im Sommer zu heiß. Dafür ist es hier im Winter zu kalt, das passt sehr gut zusammen. So halb in Indien, halb in Deutschland. Und irgendwann, so in meiner Biografie für mich selber, kam dann dieser starke Wunsch auf, diese beiden Aspekte wieder miteinander zu verbinden. Das heißt, meine naturwissenschaftliche Ausbildung und auch Neigung natürlich, Dinge also sehr auch rational anzugehen. Und auf der anderen Seite so die spirituelle, mystische Verständnis der Veden, das aber auch einen sehr starken rationalen Aspekt hat. Und seitdem, ich glaube, da kann ich so sagen, so 1994 war da so der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, das ist eigentlich auch so meine Mission in dieser Inkarnation, in diesem Leben, nämlich diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Spiritualität. Und dann hat es mich nach Berlin gerufen. Vor 3 Jahren bin ich nach Berlin umgezogen, mit so einem inneren Auftrag, nämlich hier eine spirituelle Universität zu gründen. Und nächstes Jahr soll der erste Bachelorstudiengang, ein Bachelor of Science in Energie- und Informationsfeldmedizin mit wissenschaftlichem und vedischem Hintergrund beginnen. Aber für mich selber eben immer diese beiden Quellen, die für mich sehr wichtig sind. Auf der einen Seite die naturwissenschaftliche Herangehensweise an die Wirklichkeit, dieser forschende Geist, und auf der anderen Seite das Vedische, der vedische Ansatz zur Wirklichkeit. Und es ist interessant, die beiden Sachen miteinander zu verbinden. Es ist ja die gleiche Wirklichkeit, um die es geht. Und die Naturwissenschaft kommt sozusagen von unten. Die kommt aus der direkten Erfahrung, aus dem Experiment und arbeitet sich sozusagen zur Erkenntnis nach oben. Während das vedische Wissen oder die vedische Kultur einen ganz anderen Ansatz hat. Dort ist das nicht so populär, dass man sozusagen von unten kommt, über die Sinne Daten sammelt, dann auf der Grundlage dieser Daten eine Hypothese aufstellt und ein Modell entwickelt und so weiter, sich sozusagen von unten nach oben emporarbeitet, sondern die gehen den Weg von oben nach unten. Die setzen sich also so lange in eine Höhle ins Himalaya, bis ihnen das, was sie wissen wollen, offenbart wird. Ist auch ein Weg. Aber es ist ein anderer Weg. Und beides führt zu Erkenntnis. Und wir haben ja heute in der Naturwissenschaft unglaublich viel Wissen und Erkenntnis. Und wir haben auch in diesen alten Kulturen, wo sich die Leute eben in diese besagte Höhle gesetzt haben, um dort zu meditieren, um sich dort diesem Wissen zu öffnen, auch unglaublich viel Wissen. Und das Spannende ist jetzt sozusagen, diese beiden prinzipiell ganz unterschiedlichen Erkenntniswege, den Aufsteigenden und den Herabsteigenden sozusagen zu verbinden. Diese Integration von Wissenschaft und Spiritualität. Ich kann auch ein Fernrohr nehmen, dann sehe ich ein bisschen weiter, oder ein Mikroskop, dann sehe ich ein bisschen kleinere Sachen, sondern der Blick des vedischen Menschen war immer der Blick auf das Ganze, auf die ganze Wirklichkeit, auf das ganze Universum, auf die ganze Existenz. Und da kann einem diese sich irgendwo hinstellen und zu gucken erstmal nicht viel weiterbringen. Das ist nur eine Perspektive von vielen. Es ist eine begrenzte Perspektive. Die Sinne sind zu begrenzt. Der Geist ist zu begrenzt, um nur das zu verstehen, was uns die Sinne überhaupt liefern. Und aus diesem tiefen Verständnis heraus, dass man so den Kosmos, die Wirklichkeit nicht begreifen kann, ist diese vedische Kultur, ist das vedische Wissen von vornherein absolut universell. Es betrachtet das Ganze und möchte das Ganze erkennen und verstehen. Und das geht nur, indem man sich mit der Quelle dieses Wissens verbindet. Wie nähert man sich der Wirklichkeit, sodass sie sich wirklich auch zeigt? Gerade hatten wir ein Gespräch, wo jemand fragt, ich möchte gerne wissen, woher wussten die alten Inder das alles? Die hatten ja ein unglaubliches Wissen über Architektur, über Kosmologie, über
über Astrologie, über Physik, über, ich glaube, da gibt es keinen Lebensbereich, Wissensbereich, wo wir nicht in den Veden ein faszinierendes, tiefes, weitgehendes Wissen finden, schon vor 5000, vor 10.000 Jahren. Diese Frage, woher kommt dieses Wissen? So, die vedische Literatur oder die vedische Herangehensweise ist zunächst einmal eine ganz andere, als wir die in der modernen Naturwissenschaft haben. Die moderne Naturwissenschaft ist begründet auf der Mathematik. Alle exakten Wissenschaften sind auf der Mathematik begründet. Und die Mathematik ist begründet auf der Logik. Und die Logik, mit der wir uns hier in Europa seit ein paar tausend Jahren herumschlagen, spätestens seit Aristoteles, ist eine ganz klassisch zweiwertige Logik. Und alles heutzutage funktioniert. Informationsfluss übers Internet, alles auf binärer Codierung sozusagen begründet, die ganzen Computer, alles binär, alles zweiwertig. Es gibt nur eine Negation. Es gibt nur das Ich, das absolute Subjekt, und die Existenz, das Sein. Hamlet hat das schon zum Ausdruck gebracht in seinem, verzweifelten Ausruf, Sein oder Nichtsein, also sozusagen diese Alternativlogik, in der man gefangen ist. Es gibt nichts anderes. Es gibt nur das Objektive, das Existierende und das Subjektive, das eigentlich das Nichts ist, das, was dem Sein entgegensteht. Und die Veden beginnen immer wieder, die Upanishaden, alle alten Sanskrit-Texte, indem sie diese Alternativlogik erstmal ausschließen. Indem sie sagen, der Ursprung ist weder Existenz noch Nicht-Existenz. Er ist aber auch nicht Existenz und Nicht-Existenz. Und es werden noch ein paar andere logische Möglichkeiten ausgeschlossen. Zunächst mal, dass man sich aus dem Kopf schlägt, zu fragen, ist das jetzt Sein oder ist jetzt nicht Sein? Existiert das jetzt oder existiert es jetzt nicht? Zugleich, dass man gleich mal, wenn man anfängt, vedische Literatur zu lesen, versteht, mit unseren Kategorien des Denkens, von Ja und Nein, wahr und falsch, lässt sich die Wirklichkeit nicht verstehen. Ich sehe das alles. Ihr seid alle ein Bestandteil meiner äußeren Wirklichkeit. Ihr seid für mich das Sein, die Existenz. Objektive Insassen dieses Raumes. Und ich nehme das alles wahr. Ich nehme euch wahr als etwas, was mir gegenübersteht. Und ich nehme mich selber wahr als das Nicht-Existenz. Also ich bin nicht das, was ich da sehe, diese ganzen Stühle und die Leute drauf. Ich habe einen einjährigen Sohn, der hat dann irgendwann seine Hände entdeckt. Das ist absolut faszinierend, wenn ein Baby anfängt, so seinen Körper zu entdecken. Und da bricht sich natürlich die Zweiwertigkeit schon zu sehen. Erstmal, das bin ich, und dann später, das bin ich nicht. Also ich bin mittlerweile so weit zu sagen, das bin ich nicht. Ja, das bin ich nicht, und das bin ich auch nicht, und das bin ich auch nicht, und jetzt kann ich noch weitergehen. Ja, was bleibt denn da überhaupt? So, wenn ich darüber nachdenke, wer ich bin, jede Antwort, die mir dazu einfällt, kann ich sofort auf ein Tablett tun und sagen, oh, das bin ich nicht, weil ich nehme es wahr, ich sehe es. Ich bin ja das, was wahrnimmt, und in dieser Zweiwertigkeit gibt es kein Ende. Und deswegen suchen wir ja irgendwo nach dem positiven Urgrund des Seins hinter diesen ganzen Negationen, hinter dem, was ich nicht bin. Und das finden wir so erstmal nicht. Und das ist letztlich sehr frustrierend. Aber wir finden es dann doch, indem wir nämlich einen anderen Menschen treffen und plötzlich feststellen, der ist genau wie ich. Der hat Bewusstsein, der sieht das Ganze auch nur aus seiner Perspektive. Der ist reine Innerlichkeit wie ich und sieht sich mit dieser Äußerlichkeit konfrontiert. Und der passt in mein Weltbild überhaupt nicht hinein. Weil dieses Weltbild, das da draußen ist, die Existenz, ist das Sein. Und ich hier drin, das ist die reine Innerlichkeit. Das funktioniert für den Stuhl erstmal so einigermaßen. Und für den Tisch und für den Computer weiß man schon nicht mehr. Aber wenn ich einen Menschen treffe, einen anderen Menschen, dann sehe ich, das stimmt nicht mehr. Ist der jetzt ich oder ist der jetzt es? Ist der jetzt das Objekt oder ist der jetzt Subjekt? Der ist beides gleichzeitig. Und die Naturwissenschaft, also erstmal die Physik, die auf der zweiwertigen Logik und dann natürlich auf der quantitativen Mathematik beruht, ist eine rein notwendigerweise rein reduktionistische Naturwissenschaft. Das heißt, die denkt, wenn ich die Elementarteilchen verstanden habe, dann verstehe ich die Atome. Und wenn ich die Atome verstanden habe,
verstehe ich die Moleküle. Und wenn ich die Moleküle verstanden habe, verstehe ich die grundlegenden Bausteine des Lebens. Und wenn ich die verstanden habe, dann verstehe ich, wie so eine Zellorganelle funktioniert. Und wenn ich die verstanden habe, verstehe ich, wie eine Zelle arbeitet. Und ganz viele Zellen, ist doch klar, das ist ein Organ. Und aus den Organen ist ein Lebewesen, ein Mensch zum Beispiel, aufgebaut. Und so geht die Naturwissenschaft ihren Gang. Descartes hat das ja ganz klar verankert. Da ist der Geist, das Bewusstsein, und da ist das, was wahrgenommen wird, die äußere Wirklichkeit. Dem vedischen Weltbild liegt eine Wirklichkeit zugrunde, in der die Trennung zwischen Materie und Bewusstsein nicht vollzogen ist. Dieser Urgrund der Schöpfung, der heißt im Sanskrit Buddhi. Buddhi ist ein Begriff für diesen Urgrund des Seins, der Materie ist, aber gleichzeitig Bewusstsein. Und aus diesem Urgrund des Seins, diesem Buddhi heraus, hat viele andere Namen, Mahat oder Mahatattva, manifestiert sich durch den Einfluss der Zeit, manifestiert sich durch den Einfluss der Zeit die Wirklichkeit, die sich dann aufspaltet in Dinge, die wahrgenommen werden und auch in den Geist, der das Ganze wahrnimmt und die Sinne, die dazwischen sind. Da haben wir diese Dreiteilung. Die Sinne, das sind die Mittel der Wahrnehmung, dann haben wir den Geist, der das wahrnimmt und dann haben wir die Elemente, die wahrgenommen werden. Das ist die Dreiteilung der Materie, eine dreiwertige Logik. Im Ayurveda kennen wir das, die drei Konstitutionstypen. Also immer diese Dreiteilung, die dann ihre Gegensätzlichkeit oder ihre Dynamik in einem vierten Zustand auflösen. So, wenn wir das uns angucken, die vedische Kosmologie, dann sehen wir, dass es nichts gibt im Universum aus der vedischen Sicht, was nicht die Qualität des Bewusstseins besitzt. Weil das Bewusstsein die Ureigenschaft allen Seins ist. Das heißt, in allem haben wir ein nicht trennbares Verhältnis zwischen Sein und Bewusstsein. Aber wenn ich mir ein Lebewesen, dann habe ich zum Beispiel eine Pflanze, gehe schon aus, Bewusstsein, Tier, mehr Bewusstsein, es kommt stärker zum Ausdruck. Es ist wahrscheinlich das gleiche Bewusstsein, es kann sich nur, es ist weniger bedeckt. Und dann der Mensch. Und da gibt es jetzt auch wieder unterschiedliche Grade der Bedeckung des Bewusstseins. Trink mal eine Flasche, Wodka zum Beispiel, dann wird das Bewusstsein so ein bisschen bedeckt. Und andere sagen, es ist alles zu eng, das Bewusstsein muss erweitert werden, die versuchen es dann mit LSD oder, wie heißt das Zeug da in Brasilien? Ayahuasca, genau, ich merke schon, einigen hier ist das Bewusstsein zu eng. Wollt ihr nur mal sehen? Es gibt aber auch andere Methoden, ohne solche chemischen, psychedelische Substanzen. Meditation ist ja ein Ausdruck des Gleichen, nur dass man da eben nicht auf etwas von außen hofft, das sozusagen chemisch die Schranken im Gehirn dort durchbricht, sondern durch die Kraft des Bewusstseins selber die Fesseln der Materie sprengt. Aber das grundlegende Verständnis ist, dieses Bewusstsein, dieser Urgrund des Lebens ist in allem vorhanden und der ganze Kosmos ist von seiner Natur her bewusst. Bewusstsein, kosmisches Bewusstsein, das sich in allem äußert. Und wenn man das mal versteht, dass das Universum lebt, dass das Universum eine Verbindung aus Materie und Bewusstsein, was ist denn Leben? Leben ist das Bewusstsein, das sich durch die Materie zum Ausdruck bringt. Nur Materie lebt nichts, nur Bewusstsein, das ist kein Leben, das ist diese Interaktion, diese Verbindung. Und das ist genau dieses Universum. Und jetzt stellt euch das mal vor, ein Universum, das ist ja ziemlich groß, und da gibt es genau einen Planeten, auf dem es Leben gibt. Das ist schon eine ziemliche Verschwendung. Das kann sich jemand im vedischen Denken überhaupt nicht vorstellen. Im Vedischen heißt es, das Leben ist alldurchdringend. Es gibt keine Ecke in diesem Universum ohne Leben. Ohne Bewusstsein, ohne Leben, ohne Lebensformen, das heißt Ausdruck des Lebens, gibt es nicht. Die vedische Vorstellung vom Sonnensystem ist eine ganz andere. Das gesamte Sonnensystem ist ein komplexer Schwingungsraum unterschiedlicher Materiedichte. Und das Ganze wird in Form eines Mandalas dargestellt. Mandala heißt Kreis, Bu heißt Erde, Bu Mandala. Bu Mandala kann man übersetzen als der Kreis der Erde. Und dieser Kreis der Erde, das vedische Bild von der Erde, ist
sowas wie die Ekliptik. Das ist eine Ebene, die eigentlich den Raum repräsentiert. Und diese Ebene ist wie ein Mandala aufgebaut. Das heißt, es ist ein kreisförmiges System von insgesamt 18 Kreisen. Und ich habe diese 18 Kreise mal untersucht und habe festgestellt, dass die Grenzen zwischen diesen verschiedenen Bereichen, das heißt die genauen Durchmesser, die in den Veden angegeben werden, exakte Resonanzpunkte der Zeitwelle sind. Ja, man kann Resonanzpunkte der Zeitwelle nach Kosirev oder auch nach Global Scaling ausrechnen. Und diese exakten Resonanzpunkte, die sich nur über eine logarithmische Gleichung überhaupt berechnen lassen, und zwar nicht nur über eine logarithmische Gleichung, sondern eine fraktale logarithmische Gleichung, wo man mit Eulerschen Kettenbrüchen rechnen muss. Das ist etwas, was Euler als mathematisches Problem vor 200 Jahren in St. Petersburg erkannt hat und erst 1952 von russischen Mathematikern, Grandmacher und Krein, überhaupt mathematisch in den Griff bekommen wurde, gelöst wurde. Dieses vor über 5000 Jahren aufgeschriebene System von Ringen, die unser Sonnensystem beschreiben, folgt dieser fraktalen Resonanzformel, die erst letztlich in dieser Form in den 90er Jahren aufgestellt wurde. Dr. Hartmut Müller, Global Scaling, das sagt vielleicht den einen oder anderen etwas. Eine Resonanzformel der Schwingung, der Eigenschwingung der Materie oder der Eigenschwingung des Raumes. Und genau das geben die dort an. Vor über 5000 Jahren im Mahabharata, im Bhagavad Purana, in den Jyotish Shastras, in den alten Schriften über Astronomie, über Kosmogonie, über die Schöpfung und so weiter. Es hat mich absolut fasziniert, diese Mathematik dort verschlüsselt zu finden. Und was sagt, die sagen dort, das ist auch interessant, ich habe ja erzählt, dieser Urgrund der Schöpfung aus vedischer Sicht, der wird als Buddhi bezeichnet, hat aber noch einen anderen Sanskrit-Begriff, nämlich Sutra. Sutra bedeutet Schnur. In der Bhagavad Gita formuliert Krishna das etwas präziser. Er sagt, Sutra maniga naiva, alles ruht auf mir wie Perlen auf einer Schnur. Das ist das Bild des Universums, das dort gegeben wird. Eine Schnur mit Perlen. Und jetzt kommt die Zeit. Und was macht die? Sie regt das zur Schwingung an. Und wenn man die Eigenschwingung einer Schnur mit Perlen beliebiger Massen ausrechnet, bekommt man genau diese logarithmisch-fraktale Resonanzformel, die der Dr. Hartmut Müller 1982 in einem bis heute geheimen Forschungspapier entdeckt hat. Das war ja damals in Sowjetunion-Zeiten. Er hat damals diese Formel der Resonanzschwingung der Materie entdeckt. Und das ist einfach nur eine mathematische Umsetzung dieses Sanskrit-Verses, Sutra maniga naiva, alles ruht auf mir wie Perlen auf einer Schnur. Wenn man das mathematisch umsetzt, kommt in Anführungsstrichen die Weltformel, sozusagen die Resonanzformel der Eigenschwingung der Materie und des Raumes heraus. Einfach mal zu sehen, was sozusagen in diesem alten vedischen Wissen kodiert ist. Und dort wird eben der Raum unseres Sonnensystems ganz anders beschrieben, als wir das heute verstehen. Wir sehen nämlich nur das Sonnensystem aus der Dichtigkeitsstufe unserer eigenen Materie. Wir sehen das Sonnensystem mit unseren Messinstrumenten, mit unseren Fotoapparaten, mit unseren Sinnen. Und wir sind nur in der Lage, eine bestimmte Dichtigkeitsstufe der Materie, eine bestimmte Komplexität wahrzunehmen. In diesem einen winzig kleinen Sonnensystem haben wir unterschiedliche vierdimensionale Räume. Das ist ein Problem. Wir haben nämlich keinen Platz für unterschiedliche vierdimensionalen Räume. Der eine ist gröber, der hat Tische und Stühle dieser Dichtigkeit. Und der nächste ist diese Wirklichkeitsebene, von der die Omnek Onek sagt, dass sie kommt, die feiner ist, die subtiler ist, wo die Zeit nicht so stressig ist, wo das Bewusstsein mehr im Vordergrund steht und deswegen natürlich auch die Liebe, das ist ja von der Venus dann eben auch zu erwarten, dass dort die Liebe stärker im Vordergrund steht, weil das eine Eigenschaft des Bewusstseins ist und nicht so sehr der Materie. So, wie kriegen wir diese unterschiedlichen Räume unter? Das ist ein Problem. Die passen in das Weltbild der heutigen Physik erstmal nicht hinein, aber das ist auch nur scheinbar. Dann habe ich mich mit ganz unterschiedlichen Wissenschaftlern beschäftigt, die zu der gleichen Auffassung gekommen sind. Kosirev zum Beispiel, der sagt, ja, es gibt diesen Raum, in dem wir uns heute gerade getroffen haben, in Berlin-Mitte, in der Reinhardtstraße 14, eine sehr gute Adresse, die
FDP ist auch hier im Hause. Das ist eine Adresse in der Raumzeit, in der wir uns gerade getroffen haben. Es gibt aber parallel dazu, sagt dieser Astrophysiker, einen Raum, andere Eigenschaften, einen Raum der Wellen. Das war William Tiller. Der hat sogar einen Detektor gebaut, der funktioniert. Wir haben ihn hier in Berlin nachgebaut, das ist eines unserer Forschungsprojekte. Ein Detektor, mit dem man die Strukturen dieses parallelen Raumes wahrnehmen kann. Mit dem man den Einfluss des Bewusstseins physikalisch messen kann. Das geht mittlerweile. Über das Wasser. Immer wieder über das Wasser. Von dem Viktor Schauberg gesagt hat, es ist die Erstgeburt des Lebens. Durch das Wasser manifestiert sich sehr viel Energie und Kraft des Bewusstseins. Lauter Wasser. Diese Dinge sind, Wasserforschung, unglaublich wichtig, aber das ist ein Weg, ein anderer Weg, das Gedankenweg. Tiller, um das zu erklären, was er da macht, was absolut fantastisch ist, ich habe keine Zeit, darüber zu berichten, wir wollen Tiller noch möglichst nächstes Jahr nach Berlin einladen, auf einen großen Kongress. Der sagt, um das zu erklären, braucht er zwei Räume. Er braucht die Raumzeit, in der wir uns heute getroffen haben, die existiert, aber es gibt auch diesen Wellenraum, in dem nun mal andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Und diese beiden Räume koppeln aneinander und dann hat er eine Mathematik entwickelt mit Kopplungskonstanten und die sind eben in dem Maße, wie etwas bewusst ist, sind die halt, ist diese Kopplung stärker. Zum Beispiel in unserem Körper, da sind ja wir als bewusstes Wesen voll gegenwärtig. Und deswegen sind in unserem Körper diese beiden Räume ganz eng miteinander verbunden. Und deswegen gilt in unserem Körper eine ganz andere Naturwissenschaft als in dem Tisch. Oder im Labor von Professor so und so, Institut für Experimentalphysik, der guckt sich ja immer nur tote Dinge an. Geht nicht anders in der Physik. Und der Raum, der vom Bewusstsein durchdrungen ist, zeigt plötzlich andere physikalische Eigenschaften. Kann die bis herkömmliche Physik nicht erklären. Erklärt Tiller wieder durch diese, er hat ein schönes Symbol, das gefällt mir. Er sagt so, hier ist der vierdimensionale Raum, symbolisiert durch die vier Ecken wahrscheinlich, also die Raumzeit. Und jetzt haben wir natürlich genug Platz, um beliebig viele solcher Raumzeiten anzuordnen. Einige sind ganz weit weg und andere sind ganz nah. Denn vor 5000 Jahren, da waren wir noch nicht so dicht wie heute. Ja? Vor 10.000 Jahren, wir sind jetzt schon ganz schön tief angekommen. Wir hatten so ein lokales Minimum oder Maximum vor 5000 Jahren. Die ganze Menschheit sehnt sich ja immer nach solchen Sachen. Also jetzt 2012 hoffen viele. Aber ich kann euch sagen, da passiert nicht viel. Denn diese große Singularität aus vedischer Sicht braucht noch sehr, sehr lange. Das heißt, wir können nicht darauf warten, bis irgendeine göttliche Inkarnation oder was auch immer erscheint und uns alle wieder zurückbringt, sondern wir müssen das individuell für uns selber schaffen. Das ist eigentlich die Message, dass jeder Mensch selber die Möglichkeit hat, das zu tun. Ganz so schlimm ist es nun wieder nicht. Die Hilfe ist da. Weil diese Geschichte hier, die findet im Kleinen trotzdem immer wieder statt. Das heißt, es gibt in diesem großen Zyklus Unterzyklen. Und entsprechend der vedischen Astronomie und ich würde fast sagen auch Astrologie, weil die Astrologie ist eigentlich die vedische Wissenschaft, die heißt Jyotish, die dafür zuständig ist, die Qualität der Zeit zu bestimmen, sind wir jetzt doch in einer interessanten Phase. Also ich relativiere das wieder gerade, was ich gerade gesagt habe, weil diese Zyklen auch im Kleinen stattfinden. Und dort heißt es in der Tradition dieser vedischen Astronomie und Astrologie, dass ein solcher Zyklus mit seiner entsprechenden Verdichtung im Mai des Jahres 2000 zu Ende ging. Dieser Zyklus ging von 1880 bis 2000. Und im Jahre 2000 geht ein Zyklus zu Ende, der insgesamt eine Dauer von 1200 Jahren hat. Diese 120 Jahre seit 1880 sind nur der letzte Rattenschwanz davon. Ich muss das mal hier auf einer längeren Zeit gerade darstellen. Hier sind diese 2000, sagen wir hier. Und der Zyklus begann im Jahre 800. Das sind 1200 Jahre. Und wenn ich den jetzt in 10 Teile teile,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Dann ist hier 1880. Das ist das Jahr 800. Das Jahr 800 war in der europäischen Geschichte, aber auch in der Geschichte vieler anderen Kulturen ein sehr wichtiges Datum. Na, Geschichtsunterricht, Jahr 800, was war da? Karl der Große. Aber dem ging was voraus. Da ging nämlich diese Entscheidung heraus, wird Europa muslimisch oder nicht. Und dem gingen also sehr viele Kriege voraus. Im Jahre 800 durch die Gründung dieses ersten gesamteuropäischen Reiches begann hier kulturgeschichtlich ein interessantes Zeitalter. Diese Punkte, ich habe das mal mit Historikern mir angeguckt, das ist aber schon lange her, darüber möchte ich jetzt nicht eingehen, ich erinnere mich auch gar nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Aber 1880 bis 2000, das können wir überblicken, so die Industrialisierung, eine Phase, in der die Technik und die Wissenschaft unglaublich Fortschritt gemacht haben. Aber so geht es auch nicht weiter in der Form und das wissen wir. So, jetzt kommt eine entscheidende Information. Hier endet ein großer Zyklus. Es beginnt praktisch wieder ein solches goldenes, silbernes, kupfernes, eisernes, also goldenes Zeitalter. Allerdings gibt es immer eine Übergangsphase von zwischen diesen sogenannten Yugas. Und das ist ein Zehntel des vorangehenden Zeitalters von 120 Jahren, das heißt 12 Jahre. Und damit kommen wir doch auf 2012, sozusagen auf den verschobenen Beginn, ach, das geht ja noch, auf den verschobenen Beginn des nächsten goldenen Zeitalters. Also die Hoffnung ist da, im Jahre 2012 gibt es eine Art Entdichtungsschub. Ich wollte das hier nur einmal aus diesen großen Zahlen herausnehmen, denn mit diesen großen Zahlen können wir als Menschen geschichtlich eben nicht so viel anfangen. So, das ist spannend. Wenn wir jetzt die Veden lesen, dann finden wir dort Beschreibung einer kosmischen Kultur. Es gibt dort in den Veden, in den Puranas, und das sind ja Zehntausende von Texten und Schriften, gibt es Beschreibung von Leben in allen Bereichen des Universums, innerhalb des Sonnensystems, aber auch in anderen Sonnensystemen, auch in anderen Galaxien. Diese Begriffe gibt es in den vedischen Texten. Und diese Kulturen, die standen immer in einem regen Austausch miteinander, weil die vedische Kultur sich immer als eine kosmische Kultur verstanden hat, die einen Austausch zwischen diesen verschiedenen Dichtigkeitsebenen im Universum hatte. Da kann man ein Bild dazu zeichnen. Das sieht folgendermaßen aus. Da haben wir wieder die X5-Achse. Und hier ist der Tiefpunkt. Und von diesem Tiefpunkt aus gibt es zwei Entwicklungslinien. Dieser Tiefpunkt, der nennt sich Bu oder Bu Mandala. Bu heißt die Erde. Das haben wir hier dargestellt. Das ist sozusagen ein solches Mandala, das ist der vierdimensionale Raum hier, der sich in Form einer solchen Eigenschwingung des Raumes hier ausbreitet. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 solcher prinzipiellen Mandalas übereinander und jede dieser Stufe entspricht einer kosmologischen Ebene. Es gibt keinen Begriff, das ist kein Planetensystem, das ist keine Galaxie. Wir kennen sowas in unserer Astronomie nicht. Diese Ebene nennt sich Buva. Die dritte Ebene nennt sich Svaha. Die vierte Ebene nennt sich Maha. Die fünfte Ebene nennt sich Mahajana. Die sechste Ebene Tapa. Und die siebte Ebene Satya. Immer Loka, man kann immer den Begriff Loka dahinter setzen. Buloka, Buvaloka, Svagaloka, Mahaloka, Janaloka, Tapaloka und Satyaloka. Das sind die verschiedenen Ebenen, auf denen die Lebewesen im Universum existieren. Die höchste Ebene Satyaloka, das ist die Ebene,
aus der heraus die Schöpfungsimpulse für das gesamte Universum ausgehen. Brahma, das ist die Ebene Brahmas sozusagen, das ist die, nicht nur die Ebene des Schöpfungsgottes, sondern Schöpfungsgötter in dem Sinne. Interessant für uns, na eh klar, unsere eigene Ebene, Bu, aber auch Buva. Buva ist die Ebene, die ganz eng mit der Erde in Beziehung steht. Das wäre jetzt wieder ein eigenes Thema für sich. Und erst hier mit Svaha, mit der dritten Ebene, sind wir eigentlich aus dem Kreis der Erde ziemlich heraus. Hier gibt es noch einen weiteren Strang, Entwicklungsstrang, der auch auf der X5-Achse ansteigt. Aber über den sprechen wir heute lieber nicht. Das sind nämlich die Dämonen. Also die nennen sich im Sanskrit Asuras. Das sind das ist ein ganz anderer Bereich im Universum, in dem andere Naturgesetze gelten. Man könnte sagen, Licht und Dunkelheit, da gibt es so eine gewisse Polarität. Und die Erde als das siebte Planetensystem, gezählt von hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, die Erde steht in einem Spannungsfeld von Lebewesen, ganz unterschiedliche Eigenschaften. Und wir wissen, dass der gesamte Bereich der technologischen Raumfahrt von der Seite kommt und der Bereich der nicht technologischen Raumfahrt aus unserer Sicht von der Seite kommt. Man kann also nach vedischer Sicht sehr klar unterscheiden an der Technik, mit der jemand im Weltraum reist, im Universum reist, ob er von hier kommt oder von da. Also man muss vor denen nicht unbedingt Angst haben, jetzt Schreckliche, aber in einigen Fällen ist das durchaus berechtigt. Und die Veden beschreiben sehr, sehr deutlich und sehr, sehr detailliert auch die Technologie, mit der zwischen diesen verschiedenen Ebenen im Universum gereist wird. Und das ist ja für uns interessant. Da gibt es zum Beispiel den Begriff der Vimanas. Die Vimanas sind die Tempelkuppen in der alten indischen Tempelarchitektur. Damit habe ich mich sehr viel beschäftigt im Rahmen meines Architekturstudiums. In diesen alten Tempeln, zum Beispiel Sri Rangam, das sind Zehntausende von Jahre alte Tempel, gibt es in der Mitte sozusagen das kleinste Gebäude, das hat riesen Tore. Hier ist so ein riesiges Tor auf diesem Buch abgebildet. Genau in der Mitte ist ein sehr kleines Gebäude, das Allerheiligste, sozusagen der Altar. Und dieser Altar hat eine Kuppel, die ist im Allgemeinen aus reinem Gold. Für mich interessant als jemand, der die vedische Architektur studiert hat, die heißt im Sanskrit Vastu. Und in dieser großen Wissenschaft der vedischen Architektur gibt es zwei große Schulen mit zwei großen Lehrern. Der eine heißt Vishvakarma, der hat das nordindische Vastu begründet, und der andere heißt Maya Danava, der hat das südindische Vastu begründet. Ich habe im südindischen studiert und im nordindischen, aber meine Meister kommen dort aus, Meisterarchitekten aus Südindien. Die stehen in der Tradition von Maya Danava, der größte Baumeister Südindiens. Und der gleiche Maya Danava, der kommt hier von dem ersten oder zweiten Planetensystem. Das heißt, er gilt nicht als irdischer Baumeister, sondern jemand, der von dieser dunklen Seite kommt sozusagen. Der gleiche Maya Danava hat ein Werk verfasst, das heißt Surya Siddhanta. Surya Siddhanta heißt die Wahrheit über das Sonnensystem. Das heißt, er hat das Buch geschrieben, schon vor Zehntausende von Jahren alt, über den Aufbau des Sonnensystems mit exakten Angaben von Entfernung und so weiter, Maya Danava, und auf ihn geht auch die Vaimanika Shastra zurück. Das heißt, die vedische Schrift über den Bau von Vimanas, von Raumschiffen, geht auf Maya Danava zurück, der gleichzeitig in dieser alten vedischen Kultur als der größte Meisterarchitekt aller Zeiten gilt, auf der südindischen Seite. Das ist einfach mal so ein ganz grober Überblick über die Beschreibung des Kosmos aus vedischer Sicht. Und da kommen jetzt also immer drängendere Warnungen, dass die Zeit leider verstrichen ist. Ich möchte die 5 Minuten, die wir noch haben, auch gerne euch noch zum Fragen geben. Ich habe eine Frage zu den Rishis. Das sollen ja Halbgötter gewesen sein. Ja, oh, das ist eine große Frage. Die Rishis, das hat also nichts mit Armin Rishi zu tun, das ist nur zufälligerweise ein verwandter Name. Rishi, das leitet sich vom Sanskrit ab und heißt so viel wie Seher. Das heißt ein Lebewesen, ein Mensch,
in dem, im weiteren Sinne des Wortes, der eben durch eine solche Praxis der Meditation hindurchgegangen ist und dann dieses Wissen empfangen hat. Und die Veden gehen auf diese Rishis zurück. Das heißt, jeder Teil der Veden wird einem bestimmten Rishi zugeordnet. Atreya Rishi, Jaimini Rishi, gibt es also eine ganze Anzahl von solchen Rishis, denen also die Veden zugeordnet werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man fragt sich, ja, wo kommen diese Veden her? Ja, es waren die Rishis, die meistens an verschiedenen Orten im Himalaya saßen. Ich arbeite mit einer Universität in Nordindien zusammen, die Dev Sanskriti Vishwavidyalaya oder Universität in Haridwar. Und die hat ihren Campus genau an der Stelle errichtet, wo der Vashishta, der Rishi Vashishta, vor 7000 Jahren oder so gesessen hat, meditiert hat. Und dann wurde ihm ein Mantra offenbart, das sogenannte Gayatri-Mantra. Das kennt ja heute jeder. Nina Hagen singt es auf ihren Konzerten. Also das Gayatri-Mantra. Gayatri heißt die Mutter der Veden. Also ein Mantra, eine Schwingung, aus der gesamte vedische Klangraum heraus entsteht. Und man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Devas, also Götter oder Halbgötter in dem Sinne sind. Es gibt auch Rishis, also Menschen unter den Rishis. Das heißt, ein Mensch, der sich spirituell so weit entwickelt hat, dass er diese Wahrheit, wenn er sie empfängt, in unverfälschter Art und Weise weitergeben kann. Wenn mir jemand die Wahrheit offenbart, baden würde und ich versuchte das weiterzugeben durch meinen Filter, käme wahrscheinlich nur Blödsinn raus, deswegen bin ich halt kein Rishi. Aber so ein Rishi ist einfach ein absolut transparentes Medium. Das heißt, das fließt durch ihn hindurch und er gibt es, kann es wirklich, dadurch, dass er sein Ego transformiert hat, kann er das so weitergeben, wie er es offenbart bekommen hat. Also es gibt Rishis unter den Devas, unter den Halbgöttern, aber es gibt auch Rishis unter den Menschen.